Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu Next Car Game. Ihr wolltet das unbedingt sehen. 2, 1, Start! Natürlich wieder aus der Cockpit-Perspektive. Meine Armaturen sind natürlich, ihr seht schon, alles raus. Hier geht es darum, alte amerikanische Muscle Cars ja, zu vergewaltigen hier auf der Strecke. Und ja, ihr wolltet das unbedingt sehen, dass ich hier nochmal ein Part zeige. Und ja, darum habe ich mich nicht lumpen lassen und probiere das einfach mal auf einer nächsten Strecke. Und hier kicke ich den einfach mal weg. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich natürlich wieder die Wiederholung rein, dass ihr oben links ein bisschen was seht. Uiuiui, der schleudert. Aber was ist denn hier hinten los? Hier werde ich attackiert ohne Ende. Meine Güte. Aber ich muss sagen, mit dem Lenkrad, ey, funktioniert das richtig gut. Das Feeling kommt saumäßig gut rüber. Und ja, wie gesagt, wenn das endlich mal richtig final ist und der Multiplayer, da springt meine Scheibe, endlich da ist, dann denke ich mal, rockt das Spiel richtig, wenn man mit seinen Freunden aus Juxendallerei sein Auto zerlegt. Und ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen, hier glaube ich muss ich bremsen, wenn ich hier zu spät bremse. Und guckt euch das an, was hier alles rumfliegt, das ist unnormal. Und jetzt bin ich natürlich zu weit gefahren. Ja, man hat auf jeden Fall nicht so viel Überblick, wenn man hier aus dieser Position fährt. Aber sei es drum, wir wollen ja trotzdem so authentisch wie möglich hier langdüsen. Ob das Spiel jetzt in Richtung Simulation geht oder doch Arcade, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich finde, es macht jedenfalls einen richtig schlimmen, schlanken Fuß hier. Ui, da wurde er weggedreht. Meine Güte. Und kommt auf jeden Fall sehr authentisch rüber. Und da kicke ich den erstmal weg. Ja. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Es ist gar nicht mal so einfach. Und die KI ist auch sehr, sehr böse zu mir, muss ich sagen. Ja, ihr räudigen Hunde. Ja, aber da ist hier der Kleine. Und dann, weggedreht. Ja, schön gedriftet. Ich hoffe, das kommt so richtig rüber. Aber die Lichteffekte und etc. wirkt auf jeden Fall richtig schön. Macht mir in der Version schon mal viel Spaß. Und man sieht schon, dass ich ziemlich weit links sitze, weil ja die mich wahrscheinlich hier an der Seite schon öfters mal angekickt haben. Da steht ein Bagger. Da wäre ich ja fast reingefahren. Und jetzt kommt diese Stelle, wo ich ein bisschen früher bremsen muss. Und hier bin ich ja zu weit außen gekommen. Ihr wisst das. Aber es ist wirklich in der Position, man sieht nicht so viel. Ja, hinten ist alles okay. Ja, von außen hat man auf jeden Fall mehr, ja, Sicht, was so rundherum passiert. Aber ich habe ein Problem gemacht. Ich habe das Auto zu tief gelegt und da merkt man, ich werde nicht so richtig, ja, mit den Kurven fertig. Also der schiebt dann zu sehr nach vorne. Jetzt zack. Da habe ich den, ja, ganz schön angekickt, ne? Aber der Rauch, das Qualm, das ist doch fantastisch. Das macht mir Spaß. Und hier werde ich ihn. Nein! Da kamen die Reifen an, ey. Was für ein Glück, ey. Ich habe mich schon fast selber ein bisschen geduckt hier. die letzte Runde. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz. Auf Platz 14 bin ich. Naja, kann man ja erstmal so stehen lassen. Wenn ich hier mal nur reingucke. Ich habe die KI, weiß gar nichts eingestellt. Aber ich könnte euch durchaus noch eine Straßenstrecke zeigen. Wenn ihr es sehen wollt, dann mache ich das. Und wie gesagt, fürs Sonntagsrennen könnt ihr immer noch abstimmen, ja, was ich fahren soll. Bis jetzt heißt es ja Assetto Corsa mit dem BMW auf einer italienischen Strecke. Ne? So, damit haben wir es ja gleich geschafft. Ne? Haben wir es. Und ja, Ziel 14. Naja, nicht so besonders. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr noch mehr sehen wollt. Und ja, stimmt ab für das Sonntagsrennen, ja. Und ja, mit den Worten möchte ich mich, bin so ein bisschen durchgerüttelt hier durch die Fahrerei, mich verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.